finde es besonders wichtig, solche Workshops durchzuführen, besonders diesen Workshop mit der Gruppe Wortspiel, weil wir es schaffen, Deutsch aus dem akademischen Bereich, aus dem Bereich der Tests rauszubekommen und mit positiven Emotionen zu besetzen. Die Musik als Emotionsträger holt die Kinder genau da ab, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich zu Hause fühlen. Außerdem schaffen wir Sprachanlässe, wir schaffen es, ein Sprachbad zu vertiefen und zu verbreitern. Deswegen ist es für uns so wichtig. Ich bin Singer-Songwriter und war mit dem Künstlerkollektiv Wortspiel in Kooperation mit dem Goethe-Institut an der Deutschen Schule hier in Pretoria. Und ich habe einen Songwriting-Workshop geleitet und mit den Schülern im Rahmen des Deutsch als Fremdsprachenunterrichts eben zwei Songs geschrieben. Und es hat riesen Spaß gemacht. Ich war allgemein von der Reise hier in Südafrika sehr begeistert. Die Schüler sind mit einer solchen Energie und so einer Freude in die Workshops gekommen und die Ergebnisse, es war ein schönes Gefühl zu sehen, dass die deutsche Sprache auch hier in Südafrika gut angenommen wird. Mein Teilnahme hier ist sehr wichtig. Ich habe viel mehr gelernt. Ich habe Poetry Slam lernt. 9 Freundinnen habe ich kennengelernt. Und wir glauben, dass die Grundsätze des Improvisationstheaters, wie zum Beispiel im Moment zu sein, seine eigene Komfortzone zu verlassen, dass sich das wunderbar auch auf den Bereich Lernen und hier in diesem Fall auf den Bereich Deutsch als Fremdsprache übertragen lässt, dass es ein wunderbares Mittel ist, um deutsche Sprache zu verbessern. Und wir haben von Anfang an festgestellt, dass die Schüler unheimlich aufgeschlossen waren in unserem Workshop und wir haben uns heute sehr auf diese Show gefreut und sie haben sich heute getraut, hier vor über 200 Leuten in der vollbesetzten Aula der DSP auf einer Fremdsprache Improvisationstheater zu spielen und wir bewerten das als Erfolg und freuen uns auf das nächste Projekt, was kommen mag in naher Zukunft. Und das Netzwerk in der Region Passschulen war auch sehr wichtig. Meine Schüler haben neue Kontakte geknüpft und sie haben sich auch kennengelernt. Sie haben sehr kreativ gearbeitet und sie haben auch so viel gelernt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für Deutsch als eine fremde Sprache. Ich habe auch viel mehr gelernt. Was ich hier gelernt habe, kann ich auch in meinem Unterricht in Malawi verwenden. Vereinzelte Sonnenstrahlen kühlten meine Nasenspitze. Durch das leise Platzen des Bauches wird mir plötzlich bewusst, ich muss aufstehen. Dann ist die Songwriting Band auf der Bühne jetzt. Weil du mit jedem Wort deinen Hitchhikes, weil du nicht den Bus nimmst, sondern Hitchhikes, weil du ein Wesen bist, das Gesicht zeigt.
Es war eine super Erfahrung. Wir haben jedes Moment genossen. Wir haben auch viel gelernt über Schreiben und Lesen. Und natürlich hat es auch viel Spaß gemacht. So, ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Es war richtig toll.